Hallo, hier ist der Profi-Metzger Ralf. Heute zeige ich Ihnen, wie ich eine Rinderkeule zerlege. Es handelt sich hierbei um eine Calvin, in Deutschland Ferse. Das Tier wurde von mir geschlachtet und ist 2 Wochen im Kühlhaus gehangen. Was man beim Ablagern oder beim Reifen des Fleisches achten muss, dass das Kühlhaus nicht zu feucht ist. Wenn es nämlich feucht ist, dann wird es schmierig. Und so sehen Sie das, das ist 2 Wochen gehangen, es ist schön trocken, es bildet sich keine Feuchtigkeit, keine schmierigen Stellen, nicht schwarz, eigentlich so wie es sein sollte. Und wichtig ist auch, ja, das Vieh war, eine Calvin, sie war schon etwas fett, aber da hätte sie etwas mehr haben können. Was sieht man jetzt hier? Wenn man das mal so herdreht, da ist die Oberschale mit dem Schalendeckel, darunter geht das Bürgermeisterstück, Hüferschwanzerl, da ist die Kugel, Nuss in Österreich, da ist das weiße Scherzel, Tafelstück, Tafelspitz, und hinter dem Tafelspitz befindet sich die Hüfte. Ich zerlege diese Keule hängend. Da mache ich als erstes, klopfe ich immer ein bisschen an, ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ist für mich Gewohnheit. Dann schneide ich hinten den Schwanzknochen an. Da befindet sich der Tafelspitz. Jetzt schaue ich da reinkommen. Da sehen Sie, das ist ein Nord. Da schaue ich, dass ich da nicht das Weißschätzle reinschneide, sehen Sie? Da schaue ich, dass ich überhaupt komme daher. Dann da her. Schaut's. Und wenn Sie sehen, da sehen Sie einen Ort aber. Da fahre ich mit dem Messer rein bis zum Knochen. Und aber. Jetzt schneide ich da ein kleines Loch rein, das ist zum Halten. Wie ist das Tier? Ist schon sehr steif, weil es doch schon 2 Wochen hängt. Und wichtig ist, da soll es brechen. Da schneide ich das Messer an. Weil das ist ein Knorpel, da schneide ich an, dann mache ich da, dass da wo das Kreuzbein, Beckenknochen drin ist, dass da die Sehne durchgeschnitten ist, da schauen wir, dass wir mit dem Messer auf die Beinhaut kommen. So, und jetzt werden wir schauen, jetzt werden wir das mal da herlegen, jetzt, sehen Sie? Jetzt ist es gebrochen. Ist der Knorpel, genau weil ich da einen Schnitt gemacht habe, ist der Knorpel gebrochen. Jetzt. Ist er wieder dran. Und jetzt ist es da ist nochmal ein Knorpel. Da schneiden wir es kurz rein. Jetzt drücke ich da. Sehen Sie? Das ist gebrochen. Jetzt gehen wir her. Da ist die Kugel. Da schneide ich mit dem Messer, dass er viel Bein hat, anritz. Das gleiche. Und da ist die Kniescheibe. So, das passt schon mal. Jetzt geht da das weiße Scherzel geht bis daher. Jetzt schneiden wir da rein. Da müssen wir schauen, wo reinkommen in die. Da ist ganz viel drin. Schaut's. Da kommen wir schon rein. So, jetzt fahren wir. Schaut's, da geht's, da geht die Linie her. Schaut's so. So fahren wir jetzt mit dem Messer daher zur Kniescheibe. Da ist die Kniescheibe drin. Und
Da ist es wichtig, dass man rundum am Knochen die Beinhaut anschneidet. Meistens hängt es da ein bisschen. Da hängt es meistens. Da ist es ein bisschen, da kommt ein bisschen Knochen drauf dazu. Schaut's. Und der Knochen ist eigentlich schon schön weiß. Jetzt teile ich das. Da die Oberschale, die Unterschale oder Schwarzscherzel von der Nuss weg. Trenne jetzt weg das ganz gleiche. Schaut's. Da ist die Nuss. So, jetzt haben wir da noch die Wade, die Nuss, Bürgermeisterstück, Hüferschwanzl und die Hüfte. Und immer noch schauen, dass der Knochen schön weiß ist. Wenn du nicht zu viel Fleisch drauf lässt, dann müssen wir noch einmal wegputzen. Und keine Schnittende machen, das Fleisch. Das ist auch. Jetzt lösen wir noch einmal die Oberschale aus. Jetzt schauen wir das aus. Wenn Sie anfangen, immer ganz schön da am Knochen vorne anfangen, dann am Knochen entlang. Schaut's. Und da schneiden wir ein bisschen zu. Und da machen wir den Schwanzknochen. Da ist ein bisschen Fleisch drin. Da schneiden wir raus. Schauen Sie, und der Knochen ist im. Wenn Sie wollen, aber da ist nichts mehr Tragisches. Schauen Sie, der Knochen ist sauber. Der Knochen ist sauber. Jetzt kommt die Wade. Wenn ich die Wade nehme, da schneide ich die Sehne nicht da ab, ich schneide sie gleich da ab. Da, dann brauche ich es noch einmal wegschneiden. Jetzt schneide ich auf der Seite. Jetzt kommen wir da her. Das ist der Wadenzapfen. Das ist der Arsch. Jetzt ist es etwas leer, es ist wohl. Die stellen wir da her. Weiß ich gar nicht, was ich. Thanks. Aber jetzt wird der Knochen weiß. Immer sehr. Immer schauen, von schön von Anfang anfangen, nicht mitten anfangen, irgendwo einschneiden. Weil dann haben wir den. Herz. Da haben wir ein bisschen Fleisch drauf, da schneiden wir rüber. Den schneiden wir noch durch. Das fährt ein bisschen. Den Knochen weg. Die Sehne schneiden wir weg. Und Sie sehen, der Knochen ist weiß. So einfach geht das.
Jetzt werde ich das zuputzen, zeige ich beim nächsten Video. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte Daumen nach oben, abonnieren Sie mich. Kritiken sind erwünscht. Danke fürs Zusehen, Ihr Profi.